Ihr Lieben, da sind wir wieder bei The Fischer Online. Heute am neuen Nummer 1 Gewässer. Die Gewässer wurden ein bisschen neu verteilt, neu eingestellt, wo man ab welchem Level hin kann. Und das hier ist jetzt das neue Level 1 Gewässer. Der Belarus, der See. Und an diesem Tümpel, an diesem See, geht es dann los mit Level 1 und was man hier alles rauszieht und was man hier rausziehen kann und vielleicht auch sollte am Anfang, das zeige ich dir jetzt. Also ihr Lieben, man startet hier am Belarus. Man sieht das jetzt hier. Hier ist die Map ein bisschen verändert. Das ist eine bisschen neue Art von Map. Man startet jetzt hier mit Level 1 und hat natürlich hier den Startpunkt und hat hier jetzt neu zwei Punkte, wo man sich schnell hin teleportieren kann, Schnellreise quasi machen kann. Man kann immer noch natürlich zu Fuß die ganzen Strecken einfach umlaufen und alle paar Meter mal ein bisschen probieren zu angeln. Aber wenn man sagt, okay, ich will auf jeden Fall hier hinten an diesem kleinen Zulauf angeln, dann kann man da direkt sich mit Schnellreise hinbegeben und sofort dort loslegen und natürlich auch wieder einfach zurückreisen, wenn dann der Kescher voll ist. Sehr, sehr praktisch, gerade am Anfang, wenn der Kescher noch sehr klein ist und man sehr viele kleine Fische fängt, dann macht das schon richtig Sinn. An der Übersichtskarte sieht man hier jetzt ganz gut. Man hat natürlich jetzt hier die großen Gewässer alle immer noch. Hier stehen ja die Levelzahlen dran. Und vorher war es der Briesener See in Deutschland. Der war ab Level 1 und ist jetzt ab Level 5. Und der Belarus, der ist ab Level 1. Das heißt, da geht es los. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten, beziehungsweise ab Level 5 muss man sich dann entscheiden, geht es dann nach Russland oder geht es nach Deutschland. Level 6, die Ukraine wird dann frei. Und ab Level 10 kommt dann eigentlich die große Entscheidung, geht man nach Frankreich zum Karpfenangeln, eher auf Grund, oder geht man nach oben in Richtung Finnland, eher in Richtung Spinning. Man muss ja ein bisschen zusehen, dass man mit seinem Geld, was man bis dahin erwirtschaftet hat, dass man dann möglichst effektiv auch wieder dann weiterkommt. Hier ist es so, hier ist natürlich erstmal alles möglich. Eine Geschichte, die jetzt ganz frisch reingekommen ist, ist echt praktisch und ich habe echt lang drauf gewartet. Nicht das Handy, das gibt es ja schon ein bisschen länger, aber diese Option hier, Fish on Lake. Welche Fische gibt es überhaupt in den Gewässern? Bisher war es immer so, dass man in den Rekorden gesehen hat, ja, an dem und dem See, sagen wir mal an der Location jetzt hier, Belarus, wurde dies und das gefangen. Aber es wurde immer nur der größte Fisch angezeigt. Das heißt, der größte Karpfen oder so wurde hier gefangen. Welches jetzt insgesamt gibt, nicht nur die größten, das sieht man jetzt hier in der Übersicht richtig gut. Endlich, sehr, sehr praktisch. Und da kann man jetzt dann auch gezielt sagen, okay, ich habe diese Fische zur Auswahl. Ich nehme den und den Köder und gehe jetzt gezielt auf die Fische, die gut XP bringen und die Fische, die natürlich auch Silber bringen. Silber brauchen wir am Anfang jede Menge, um uns ein gutes, entsprechendes Setup und Gear zu holen, um dann weiter effektiv angeln zu können. So, begeben wir uns dann doch mal zum erstbesten Spot. Ich glaube, ich gehe mal nach hier oben. Und dann, zack, schon sind wir da. Und dann schauen wir uns die Location hier oben mal ein bisschen an. Ich habe gestern ein wenig hier schon rumgeangelt und ein bisschen rumprobiert. Und tatsächlich auch schon drei Trophies gefangen. Drei Trophies gefangen. Diese Schläfergrundel, diesen Shiny Sleeper. Und ich hab's direkt beim Underwater Frank gesehen, der hat auch zu der Zeit wahrscheinlich ein Video gerade aufgenommen. Und da stand ich dann schon in den Rekorden drin. Da war ich schon ein wenig überrascht.
zur gleichen Zeit quasi aufgenommen bzw. gezockt und getestet. Ich stelle mich hier einfach nochmal hin. Ich glaube, hier in der Nähe ist das gar nicht so schlecht. Letztens stand ich hier. Beziehungsweise mit die Trophies habe ich da vorne gefangen. Egal, ich werfe jetzt einfach hier rein. Ich habe drei verschiedene Basisrouten mal ausgestattet, mit denen man anfangen kann oder könnte. Sehr, sehr günstig. Ist natürlich immer noch ein bisschen die Frage, bleibt es so? Bleibt es so günstig bei Release? Mit welchen Routen fängt man dann an? Das hier wären drei Varianten. Einmal eine sehr günstige Spin-Route. Dann ist das hier eine Stippe. Und als drittes, die passt noch nicht mal richtig drauf hier, so klein. So ein kleines Stückchen Holz. Die ganz kleine Walnussroute. Und hier ist die Stippe, beziehungsweise die Spinne. Die Spin-Route. Mit der Walnussroute fangen wir mal an. Ich habe hier, also die hat eine Tragfähigkeit von einem Kilo. Super fein, super feines Ding. Ich habe mir eine etwas größere Rolle geleistet. Die war jetzt auch nicht wirklich teuer. Sollte man sich, glaube ich, am Anfang auch noch leisten können. Mit dem Startgeld. 1,5 Kilo Vorfach. Das gab es auch lange Zeit nicht. Jetzt haben die Vorfächer auch endlich eine Gewichtsanzeige. Verschiedene Vorfächer gibt es. Genau, eine Handvoll. Natürlich ein paar größere hatte ich mir jetzt schon zugelegt. Futtermischen sind auch neu. Kann man am Anfang noch nicht verwenden, beziehungsweise am ersten Gewässer noch gar nicht kaufen. Deswegen mache ich die jetzt hier nicht dran. Ganz kleine Haken habe ich dran und einfach mal eine Made gewählt. Und 1,20 Meter. Ja, ich teste mal auf 1,20 Meter. Einfach mal auswerfen hier. So. Und wenn er steht, ist alles gut. Wenn nicht, müssen wir nochmal nachhelfen. Er steht. Sehr gut. So. Und dann gehen wir hier bei der Stippe. Die Stippe hat schon eine Tragfähigkeit von 6 Kilo. Das heißt, das ist schon eine Stufe besser. Ich glaube, die könnte man sich, ja, ich glaube, es wird schwierig, sich die am Anfang zu leisten. Vielleicht nach den ersten 10 Fischen oder so, dass man dann alles zusammen hat. Das könnte sein. Bloodworm ist jetzt hier drauf. Auf 1 Meter Tiefe, jawohl. Auch noch einmal, jawohl, zack. Auf Pose. Und als drittes, da habe ich gestern im Stream auch schon mit geliebäugelt, vielleicht am Anfang tatsächlich mit Spinning zu starten. Einfach persönliche Vorliebe auch natürlich ein bisschen. Aber vielleicht auch Effektivität beziehungsweise die Effektivität der Fische, die man rauszieht. Beziehungsweise die Qualität der Fische, die man rauszieht. Ein Hecht bringt ganz gut Silber am Anfang. Im Verhältnis zu einer Schläfergrundel oder so. Selbst ein unmaßiger Hecht bringt mehr Silber als eine maßige Schläfergrunde. Das ist dann natürlich halt der Punkt, womit zieht man die besten Fische raus? Da geht was dran an der Walnussrute. Die lassen wir mal eben runter hier. Zack. Jawohl. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ui! Ein Gründling! Och, was? Das ist ja nicht schlecht, ey. Großer Gründling. Auch wieder so ein Ding. Bin ich sehr gespannt. Blau, also eine große Variante des Fisches. Bringt ein XP. Und ich bin echt gespannt, was der an Silber bringt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber schon mal gefangen, das Vieh. Und in einem großen. Sehr gut, ey. Das ist schon mal wieder gut für den Test, auf welche Fische man am besten gehen sollte. Da ist, glaube ich, schon wieder Biss. Die Schnur ist gerade runtergefallen. Na, hier war
Hier ist bisher nicht so gut für Spinning. Direkt am Anfang, wo man startet, am Camp, da war das schon direkt viel besser. Jetzt geht die Stippe gerade. Zack. Ja, ist was dran. Nee, jawohl. Roach. Sehr gut. 2 XP. Maßiger Fisch. Wenn die Frequenz stimmt, ist eigentlich alles okay. Gerade für den Anfang. Ich bin auch kein Freund davon, wenn man das alles irgendwie in den geschoben kriegt. Wenn man alles irgendwie gratis oder relativ schnell zusammenbekommt. Es soll immer noch Angeln bleiben und es soll immer noch irgendwie ein entspanntes Angeln sein, wo man sich auch ein bisschen was, aber auch irgendwie erarbeiten muss, finde ich. Und wenn man ratzfatz irgendwie das nächste Level hat und ratzfatz irgendwie das bessere oder das beste Gear zusammen hat, wo bleibt der Anreiz, ne? Wo bleibt der Reiz, irgendwie was Neues zu kriegen? Da geht's weiter auf beiden Routen. Also gerade deutlich effektiver bei den Posenrouten. Zack, geht runter. Und anschlagen, jawohl. Ja, was haben wir da? Einen kleinen Giebel. Ja. Kleiner Giebel, unmaßig. Der wird dann im 0-Komma-Bereich vom Silber sein. Na, ist er weg? Der ist weg, ja. Okay. So, ich meine, ich werfe mal hier rein. Ich hoffe, ich treffe. Jawohl. Klappt. Sehr gut. Ob da was beißt, keine Ahnung, aber klappt. Ist auch ein bisschen langsam irgendwie, ne? Machen wir mal auf 60 hier. So. Ist der kleinste Spinner, den man kaufen kann mit. Hoppala. Mit 3 Gramm. Und Biss. Und Biss. Oh, das ist nicht schlecht. Das sieht doch schon ein bisschen dicker aus. Roach. Jawohl. 700 Gramm. Sehr gut, ey. Ja, und dann, wie gesagt, der Punkt. Also, Giebel sind gar nicht so schlecht. Giebel sind nicht so schlecht vom Silber her. Große Barsche. Ja, man fängt halt viel von den kleinen Barschen. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Karpfen. Gold Roach. Golden Crucian. Also Giebel und Karausche. Die sind ganz interessant vom Silber. Frosch muss ich nochmal testen. Frosch weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, der war auch nicht so super. Ja, Gras, der Graskarpfen, der ist vom Silber nicht schlecht. Silverbream ist richtig gut. Oh, Silverbream ist gut, ey. Das kann ich eigentlich gleich mal testen. Genau. Silverbream. Was hat der denn zuletzt gefressen? Sehen wir das in den Rekorden? Gehen wir mal nach Location. Bream, Silver Bream. 1 Kilo. Barley. Auch hier gefangen. Oh ja, den will ich mal testen. Was der an Silber bringt. Das ist nicht schlecht. Ja, wobei 1 Kilo hier auf der 1-Kilo-Route wird spannend. Hauen wir mal beides raus. Die Brassen waren nicht so schlecht, zumindest an dem nächsten Gewässer. Was sensationell ist vom XP her, von den XP her und von den vom Silber her, sind die Forellen. Die Forellen wären richtig top, ey. Aber die gehen halt jetzt erst, also das war. Bis vor kurzem konnte man sie halt am Briesener See, da konnte man eben auf Forelle gehen. Jetzt ist vorbei mit Level 5.
Das heißt, man muss echt mit den Kleinviechern hier erstmal Gas geben. Und sich Stück für Stück hocharbeiten. Okay, Spinning an der Stelle, absolut keine Chance. Geht gar nicht gerade. Zack. Genau in dem Moment. Ha! Maßiger Fisch. Jawohl. Oh, schick. Ich glaube, er hat an den Texturen ein bisschen was gemacht, ne? Der sieht besser aus als vorher. Sehr schön. Schöne Färbung. Ja, cool. Ach, und ganz wichtig, wie in anderen bekannten Games natürlich auch, Quests annehmen. Bam! Richtig wichtig. Daily Quest, die Echtzeit jetzt noch 10 Stunden geht. Das sind immer diese Echtzeitanzeigen hier. 10 Stunden lang. Habe ich gerade noch nicht einen gefangen, nehme ich jetzt erstmal nicht an. Karpfen. Was fange ich denn jetzt gerade? Crucian. 4 Stück. Und dann bekommt man Mockwurm. Ach Quatsch. Und Specials, man bekommt, ach guck mal hier. 4 Barsche und man bekommt, was ist das? Fischfetzen. Baitfisch? Köderfische. Ach, wie geil. Oh, das müssen wir aber mal testen. Jetzt 12 Minuten. Kann ich mehrfach annehmen? Take it. Ah, okay. Nee, nur ein von der Kategorie. Okay, und hier gibt es extra Silber. Sehr, sehr gut für den Anfang. 8 Hechte. 100 noch was Silber. Abgefahren. Oder? Was heißt mal 10? 8 Hechte, 10 mal. Egal, ich, 10 mal ist der Auftrag vielleicht drin? Jetzt hatte ich hier gerade den Barsch angenommen, ne? Ich nehme das hier auch mal mit dran. Ich muss gleich auf Barsch. Silverbream, guck mal hier. Bonus Experience. 2, noch was Kilo. Abgefahren. Sehr, sehr cool. Ich habe noch nicht einen Bream gefangen. Oh, oh, oh. Oh, ja. Ui, ui, ui. Oh, mein Gott. Erste. Ne, Crucian wieder. Verdammt. Ich habe jetzt, da oben rechts sieht man es jetzt. 2-mal den Barsch dran, ey. Und 1-mal Silver Bream. Halt. Den hole ich nochmal rein. Ich will jetzt die Barsche. Jetzt will ich natürlich die Barsche fangen. Okay, dann nehme ich einfach einen Wurm. Regenwurm. auf einen ganz kleinen Haken. Oh. Ist gerade irgendwie ein bisschen verbuggt, die Route. Nee. Nicht zu sehen gerade. Egal. Raus damit. Ja. Ist gerade etwas verbuggt. Ah, jetzt ist er wieder da. Und wirft automatisch wieder aus. Alles klar. Okay. Funktioniert. Da geht's weiter. Zack. Auch wieder sehr klein. Sehr gut. Wie er an dem Riesen. Wie er an dem Riesenhaken von der Waage da hängt, ey. Knallhart durchgeknallt den Haken. Batsch. So muss das, ey. Sehr geil. Catch and Release. der Kaulbarsch.
Der Kaulbarsch, sehr geil. 42 Gramm, auch gut. Gleich mal gucken, was der so bringt. Sehr, sehr gut. Aber gar nicht der Zielfisch. Halt. Shit. Ja. Es ist wirklich so bei den Posen ist es wirklich so, wenn der ja, wenn die Pose richtig umkippt oder runterzieht. Wenn die wieder so halb ist, dann wird da nichts. Ich gehe mal, warte mal, wir könnten mal hier kurz reinschauen. Aber ich glaube jetzt. Hier angle ich jetzt nicht. Voll die Kolchose hier hinten. Und schön die ganze Gülle schön hier reinleiten. Jawohl. In das Gewässer rein. Hier wollen wir auf jeden Fall angeln. Sehr geil. Okay, es ist immer dunkler geworden. Nichts mehr gebissen. Kein Hecht wollte mehr anbeißen. Das heißt, ich gehe mal eben die Preise vergleichen, die man für die Fische bekommt. Und da sieht man ganz gut. Und ich hoffe, dass das vielleicht doch auch noch ein bisschen überarbeitet wird. Ja. So ein bisschen so eine Unverhältnismäßigkeit. Man fängt einen large, einen wirklich seltenen Fisch von diesen Gründlingen und er bringt gerade mal 0,09 Silber. Bringt ja nichts. Wohingegen dann die Rotaugen, die Rotfedern, beziehungsweise die Giebel und Karauschen, die sind gar nicht so schlecht. Gründlinge waren auch nicht so der Hammer. Auch die Trophies, die ich gefangen habe, waren auch nicht so der Hammer. Also was an dem Gewässer sehr gut ist, wie gesagt, sind natürlich die Hechte, die Brassen. Tench muss ich auch noch mal testen. Schleien muss ich noch testen. Ich glaube, die waren auch nicht schlecht. Karpfen sind gut. Aalande sind gut. Catfish muss ich auch noch mal ausprobieren, aber das kriegt man ja nicht raus. Das fängt man ja am Anfang nicht. Aber ich glaube, auf diese Fische ruhig eher die Teichköder verwenden. Ich denke, das wird effektiver sein. So, mal eben verkaufen. 3 3 Silber 94. Hat sich gelohnt. Geile Sache. Und ich mache jetzt noch mal hier die Aufträge fertig. Aber ich glaube, ich warte ab, bis es ein bisschen heller wird. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Tschüss.